Außer in 100. Ja, einfach mal. Ja. Nehmen wir unser Deck hier. So, und schau doch mal. 2, 2. Ist okay, würde ich sagen. Schatz, mal stehen. Okay. Cool. Ja, die Karten auch. Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich meinen Deckkämpfer noch anpassen können. Nein, du Wichser! Toll. Mach Schulter. Und dann habe ich verloren. Schwierig. Okay, ich kann echt die Karte sonst rausschmeißen. Die auch, glaube ich. Karte tauschen, Karte tauschen, ja. Ja, geht mir tierisch auf den Sack. Ich kann schon wieder nichts machen. Oh, Alter, der mit seinem Scheiß schräg und alles. So, Deck ändern. So, du fliegst raus und du fliegst raus. Was macht der? Gewährt beim Sieg in der Reihe ein... Der... Ich wurde ins Punkt von 10. Alter. Macht der entspricht der Anzahl anderer versteckten Karten nicht. Jetzt eine Stärke. Oh, meins. Was haben wir noch so bekommen? Fried, den haben wir auch neu. Eine Karte, die ihr jetzt spürte, mit Charme verzaubert.
Okay. Und die mal mit. Ja, schauen wir einfach mal, würde ich sagen. Ob man mit der was machen reißen kann jetzt, mit dem Deck. So. Ja, spielen wir hin. Zack. Stehen so Spieler. Einfach mal den jetzt hier aus. Schon was passiert. Alles klar. Okay. Dann kann ich mir jetzt den so wiederholen. So, bam. Zu meinem Arm. Ich will die Stelle hier hin. Oh, ich bin einfach zerstört. Okay, cool. Wow. So. Er kann nichts mehr. Sehr schön. Warum nehme ich schon mal die extra Punkte? So, dann verschieben wir nochmal. Dann so, boom. Jetzt haben wir es geschafft. Quatsch. Fische. Endlich. Oh, das ist eine schwierige Geburt. Was kriegen wir? Mithril-Golem. Oh, den haben wir auch schon gekämpft. Eine Karte, die alle in der alles zu meiner Stärke besitzt. Okay. So, diese Auswahl wird ein Blatt zu Beginn der Partie unter Schützenkriterien hinzugefügt. Und so andere Karten verstärken und okay. So, das ist ja wie gerade normal oder wie? Schauen wir mal. Ist halt schlimm, wenn wir verlieren. So, ich würde sagen, ist okay. Jo. Okay. Thank you.
Um. Natürlich nicht, dann kann ich meine Sache nicht mehr verstärken. Ich glaube, ich spiele mal den aus. Gucken, was er macht jetzt. Und ich bekomme mal einen, sondern das ist ein Problem gerade. So, jetzt kann er keine Karten mehr ausspielen, ne? Ja. Problem. Was machen die nochmal? Sagen diese Kamera befindet der Stärke verwendet Karten um einen Effekt. Okay. Ich bin wieder nicht mal da hin. Und so, dann können wir spenden schon wieder mal die 10 extra Punkte. Ich glaube, hätte ich es gewonnen. Auch so. Nein, du Gott, ich bin schmackotastisch. Jo, Greifschnecke. Wenn diese Karte zum ersten Mal verstärkt wird, reduziert sich die Stärke von verbündeten und gegnerischen Kanten auf den betroffenen Feldern. Diese ausspielte auf einem Spiel. Die Position eines Gegners wurde vertauscht. Lass dich davon nicht irreführen und greife vorhin mit Karten an, die auf Angriffe nach hinten spezialisiert sind. Viel Spaß. Man, ich mir extra. Da muss ich mir jetzt extra ein neues Deck dann zusammenstellen, ne? Erst du bekommst eine Unterstützungskarte, du kannst zu Beginn dir darunter nur 5 Karten ziehen. Wenn dann nur das keine Karten ziehen. Oh, okay. Wenn du unterstützen, die hat's leider, ja, okay. Blutritter. Oh. Ah, Blutritter habe ich schon überholt, anscheinend, okay. Uff, da muss ich mir aber ein neues Deck dann machen. Nach hinten, ne? Dann ist der ja jetzt ganz praktisch eigentlich. So. Warte mal, dann ist der theoretisch praktisch. Was macht der nochmal? Wenn sie gerade das Spiel hat, reduziert sie die Stärke von gegnerischen Karten auf den. Das ist so interessant für uns. So, nach hinten. Der Elefant würde jetzt auch nach vorne gehen. Ach, das andere. Dann ein Effekt. Entsprechende Anzahl der verstärkten gegnerischen Karten zeigt die Stärke. Steigt die Stärke um 1. Okay. So. Du gehst in beide Richtungen. Kann man auch noch mitnehmen. Du gehst immer nur in eine Richtung, leider. Wenn die Katze gestört wird, reduziert sich die Stärke von 5 Minuten. Ah, ist doof. Und die habe ich erstmal gedacht gehabt. So, die geht nach hinten. Der geht. Oh, komm, der macht es genau ein. Ist richtig praktisch, dann. Genauso wie der hier. Dann gönnen wir uns den auch noch mit den Verstärkungen, ne? Genauso wie ihn. So. Du.
keine Dreier, ne? Dann haben wir ihn noch dazu. Und zwei haben auch relativ wenig. Und keine passende Zweierkarte dafür. Wenn diese Karte ausgespielt wird, zerstört sie die Verbündete und Gegnerkarte auf dem Effekt auf einem Feld. Achso. Ist das, denke ich, denn jetzt gerade richtig oder nicht? Genau, die Effektkarten. Ja. Na, mal checken. Probieren wir es einfach mal. So. Oh yeah. Geht hier nur ab. Und mal so, was passiert? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet unbedingt. Alles klar. Also im Kölkerschuss schon trotzdem gewonnen, ne? Ja. Ah! Glück gehabt. Was für ein komisches Spiel. Oh, lustig. So. Sehr schön. Modifizierter Heilschütze. Wenn diese Karte ausgespielt wird, reduziert sich die Stärke von verbündeten Gegnerkarten auf den Effekt für betroffene Felder. Okay. Ja, das hab ich gedacht. Hier braucht ich doch auch Blutritte, oder nicht? Ja, muss also noch ein bisschen. Ich hab noch einen Kampf, okay. Schade. Aber hier darf schon niemand noch was fordern. So, und dann sollen wir jetzt hier Motorrad fahren. Speichern, jawohl. Da muss ich gucken. Okay, das G-Bike ist klar, spektakuläre Flucht aus Midgard für die Schnellstraße nach dem von den Schwindelschaft und Pferd, Beschleunigung, Bremsen, Blocken, Luftattacke, Nitro Boost. Okay. 30.000 Punkte machen wir. Schauen wir mal. Bin ich ja jetzt mal gespannt. Wieder alles virtuell. Thank you.
Let's go! Zeitbonus oder so? Ob musst du aber 35.000 schaffen, ne? Scheint den Dreh noch ganz gut raus zu haben, was? Werte Besucher des Goldsaucers, vielen Dank für Ihre Geduld. Der Skyrim Square ist ab sofort wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Oh. Nehmen Sie Platz in einer der Gondeln des Riesenrads und begeben Sie sich auf eine fantastische Reise in luftiger Höhe. So, dafür brauchen wir 30.000. Okay, machen wir mal drauf. Soll ich alles schaffen? Ich kann jetzt irgendwie die Schilder abfahren oder so. Das ist einfach nur die Entfernung aus. Ja. Ja.
Starten kann jetzt. Um zu durch. Jetzt haben wir schon weiter spielen, okay. Ich will die 30.000 schaffen. Zeit mit seinen Attacken einsetzen. An S. Sehr schön. Am Boden. Beeindruckend. Du könntest Karriere als Rennfahrer machen. Danke. So. Da durften wir nicht mehr. Da ist nichts.
Okay. So, hallo. Hey! Na, schon genügend Goldpunkte zusammen? Warum habe ich. Oh, ich habe 700. Schau gerne wieder vorbei, wenn du genügend Goldpunkte hast. Das sagen wir doch mal ins Geisterhaus. Da denke ich mal, davon kriegt man ja nichts gewinnen, ne? Deswegen. So, gehen wir mal ins Haunted Hotel. Oder Ghost Sky heißt es ja. Aber ist auch noch ein Spiel klingt eigentlich, oder? Finde ich. Aber schauen wir, gibt es ja später auch noch wieder. Wir haben einiges ja noch nicht erlebt. Ich mag gleich, die Stimmung ist echt super, ey. So im Verhältnis zu allen anderen Sachen so, ist das hier was Eigenes. Finde ich. Hallo. Ich glaube, es fängt schon an. Schnell, die Goldpunkte. So. Dankeschön. Sie sollten nun besser rennen. Okay, ich bin ja schon weg, Hilfe! Aber kann man bei den anderen Sachen nicht auch nochmal umgehen, ne? Ich habe ja jetzt so viele Punkte eigentlich. Ah. Ja, vielleicht ganz sinnvoll, ne? Schauen wir nochmal. Gehen wir nochmal ein bisschen Karten und so shoppen, ne? Einiges abgeklappert schon. Es hat aber mega Spaß gemacht, finde ich. So, hier, da war vorne. Hallo. Unter Einsatz meines Kaktorenlebens werde ich ihre Goldpunkte gegen Spezialreise umtauschen. Wie beispielsweise das verliebte Loveless. Suchen Sie sich gerne aus unserem Programm Ihr Lieblingsstück heraus. Den brauchen wir nicht erstmal. Bisschen. Den kostet nur 50, bei mir kostet der irgendwie was 7000 oder so. Und die hat mich aber jetzt auch mal nicht Geld gekostet. Stimmt, jetzt habe ich gar nicht mehr so viele Punkte. Schade. Ich dachte, ich könnte dann noch mehr viel mehr reißen. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir halt nach oben. Nee, Jungs. Der Lang. Schade. Ich dachte, meine 700 Punkte würden für mehr reichen. Hier hatten wir das. So, dann geht's jetzt. Jo, hier oben, ne? Ja. Auf jeden Fall sehr cool hier alles. Oh, das sieht sogar aus jetzt. Da, der ja in die Kohle war. Liebe Gäste, zurzeit läuft unser Pärchen-Event. Schnappen Sie sich Ihren Freund oder Partner und begeben Sie sich auf eine wundersame Reise durch die Welt des Gold Saucers. Erleben Sie spannende Abenteuer direkt vor den Fenstern Ihrer Gondel. Ein Augenblick fesselnder als der andere.
Ein spannendes Erlebnis, das Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Ich freue mich schon. Wir uns auch. Oh. Ist ein Pärchen im Wind, ne? Oh nein. Was ist hier los? Tja, ein Pärchen im Wind mehr. Scheinbar. Es tut mir aufrichtig leid. Zurzeit gibt es ein kleines Problem mit der Stromversorgung im Gold Saucer. Aber wir arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung. Folgen Sie bitte den Anweisungen des Personals zu Ihrer eigenen Sicherheit. Bitte hier entlang. Unsere Mitarbeiter werden Ihnen den Weg zeigen. Hier entlang. Ruhig. Es besteht kein Grund zur Sorge. Cloud, es ist schrecklich. Eine Katze? Was gibt's? Ihr müsst sofort zur Manege kommen. Also wisst ihr, in der Lobby da gab es nämlich eine Schießerei. Und wenn die Augenzeugen recht haben, dann war der Täter ein Mann mit Gewehrarm. Euren Freunden sage ich auch Bescheid. Also macht euch bitte sofort auf den Weg. Sicher eine Verwechslung, oder? Sehen wir nach. Naja, wie viele Leute mit Waffenarm kennt ihr? Es gibt keinen Grund zur Panik. Begeben Sie sich bitte zu den Funktionen. Aber ich will shoppen. Oh, ich darf mal shoppen. Es gibt keinen Grund zur Panik. Begeben Sie sich bitte zu den vorgesehenen Arealen. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier eine Schluss für heute. Wie es weitergeht, sehen wir dann das nächste Mal. Also, haut rein. Ciao, ciao.